Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich meinen ersten Tesla, dieses Model 3 hier, abgeholt und bin seitdem über 40.000 Kilometer gefahren. Zeit mal ein Fazit zu ziehen und zu schauen, ob Tesla wirklich so cool ist, wie alle sagen. Klar, es gibt Punkte, die mich extrem begeistern, aber genauso gibt es auch Punkte, die mich wirklich nerven, und über all das sprechen wir in diesem Video. Ihr konntet mir auf Instagram Fragen zu diesem Tesla stellen und ich wurde erstaunlich oft gefragt, warum ich mich für dieses Model 3 und gegen ein Model Y entschieden habe. Kurze Antwort: ich mag SUVs nicht, ich will tief im Auto sitzen und ich brauche die Platzvorteile, die ein Model Y im Vergleich zu diesem Tesla hat, eben nicht, und es ist teurer. Also für mich persönlich bietet es einfach keine Vorteile. Auch hat einige interessiert, welches Auto als nächstes kommt, aber mal ganz ehrlich, dieser Tesla ist gerade mal ein Jahr alt, ich will den noch viel länger fahren und habe noch so viel vor mit dem Auto, dazu komme ich später aber auch nochmal. Also aktuell ist kein neues Auto geplant. Die größte Angst beim Elektroauto ist für viele das Thema Akku bzw. der Akkuzustand, denn mit steigendem Kilometerstand sinkt auch die maximal nutzbare Kapazität, weil der Akku abgenutzt wird. Ich habe mit diesem Tesla jetzt über 40.000 Kilometer runter. Man kann auslesen, wie groß der Akkuverschleiß ist, und bei mir sind es gerade mal 3% Degradation. Einfach gesagt, dieser Tesla fährt sich wie bei der Auslieferung, nur als wäre der Akku eben 3% kleiner und ich komme halt 3% weniger weit. Aber das ist wirklich vollkommen überschaubar, gerade wenn man bedenkt, dass ich mit diesem Tesla auch auf der Rennstrecke unterwegs war, dass ich viel Langstrecke fahre und vor allem auch schnell, und dass ich kein Problem damit habe, auch mit 2% oder noch weniger am Charger wieder anzukommen und dann voll aufzuladen. Außerdem beschleunigt häufiges Schnellladen den Alterungsprozess vom Akku, und da ich viel Langstrecke fahre, sind mehr als 50% aller Ladevorgänge bei mir an Schnellladern. Ich behandle den Akku nicht absichtlich schlecht, aber ich achte auch nicht akribisch drauf, ihn besonders schonend zu behandeln, sondern ich benutze diesen Tesla so, wie ich Lust habe und so, wie er mich in der Nutzung im Alltag am wenigsten einschränkt. Den größten Sprung bei der Akkudegradation hat man auch am Anfang, also die ersten 3%, die sind schneller weg als die nächsten 3%. Von den ursprünglich nutzbaren 78,8 Kilowattstunden Akkukapazität sind jetzt also noch rund 65,5 übrig, und das ist besser als das, was ich beim Kauf von diesem Tesla erwartet habe. Falls ihr jetzt übrigens selbst drüber nachdenkt, euch einen eigenen Tesla zu kaufen, nutzt gerne meinen Empfehlungslink, den ich euch hier eingeblendet und in der Beschreibung verlinkt habe. Damit bekommt ihr nämlich nochmal 250 Euro Rabatt auf den Kaufpreis und ich bekomme als Dankeschön von Tesla Credits, mit denen ich mir zum Beispiel Supercharger-Kilometer kaufen kann. Aber auch wenn ihr euch für einen gebrauchten Tesla entscheidet, würde ich persönlich aus Sicht von jemandem, der jetzt ein Jahr Model 3 gefahren ist, sagen, dass man sich um den Akku bei einem gebrauchten Tesla keine Sorgen machen muss. Man sollte natürlich schauen, wie die Degradation ist, aber im Normalfall gibt es da keine Probleme. Ein großes Dankeschön geht auch noch raus an Casetify, denn die machen Videos wie dieses hier erst möglich. In ihrem Shop findet ihr verschiedene Cases für die aktuellsten Smartphones, aber auch für ältere Geräte. Für iPhones gibt es zum Beispiel auch MagSafe in den Hüllen, und wer auf maximale Sicherheit gehen möchte, der sollte sich mal die Ultra Bounce Hüllen anschauen, denn die sind an den Ecken so geschützt, dass sie Stürze bis 10 Meter aushalten. Außerdem wird auch das Kameramodul extra nochmal geschützt, sodass wirklich nichts kaputt gehen sollte, und wem das immer noch nicht reichen sollte, der findet auch noch Panzergläser für verschiedene Smartphones in ihrem Shop. Den Link habe ich euch wie immer unten in die Beschreibung gepackt, und mit dem Code 10techniklike bekommt ihr auch nochmal 10% Rabatt auf euren Einkauf, also vorbeischauen lohnt sich. Generell hat sich die Software, seitdem ich den Tesla abgeholt habe, an so vielen Stellen weiterentwickelt. Google Maps zeigt jetzt so viel mehr Informationen zum Ladestandort und auch zum Zielort an. Außerdem werden viel mehr Charger im Navi mit integriert. Die automatische Blinkersteuerung kam dazu. Apple Music und Apple Podcasts sind verfügbar. Ihr bekommt mehr Details dazu, was wie viel Akku während der Fahrt und im Stand verbraucht. Außerdem kam die automatische Lenkradheizung dazu. Es gab Verbesserungen beim Fernlichtassistenten. Spotify wurde überarbeitet, mehr Funktionen auf den Drehrädern am Lenkrad sind zugänglich und nicht zu vergessen das Software-Update, mit dem von heute auf morgen die Bildqualität von der Rückfahrkamera und von den Seitenkameras so stark verbessert wurde, dass man tagsüber und nachts mehr Details hat. Allgemein ist da so viel Bewegung drin und ständig gibt es Updates mit vielen weiteren Verbesserungen, auch kleinere. Ein Tesla wird einfach mit der Zeit zum besseren Auto, und ich freue mich genauso, wenn auf meinem Smartphone ein Software
Software-Update kommen, wo auf einmal neue Funktionen sind. Jetzt steige ich ins Auto ein, nachdem ein Update gemacht wurde und auf einmal gibt es coole neue Features, die ich benutzen kann. Aber es ist nicht alles geil. Das muss ich auch ganz klar dazu sagen und es gibt einige Punkte, die mich zum Beispiel extrem nerven. Eine Folge der fehlenden Parksensoren ist zum Beispiel, dass die Leute, die das aufpreispflichtige FSD-Paket gekauft haben, entweder für 3.800 Euro oder für 7.500 Euro die zusätzlichen Features Stand jetzt noch immer nicht benutzen können. Und das ist ein Jahr her und Tesla hat bisher noch keine Lösung dafür angeboten. Im Endeffekt werft ihr einfach nur Geld zum Fenster raus, wenn ihr euch schon jetzt eins der FSD-Pakete kauft. Mein Tipp ist, lasst es einfach weg. Wenn irgendwann die Features nachgeliefert werden und ihr die dann unbedingt haben möchtet, dann könnt ihr das Ganze immer noch als In-App-Kauf über euer Smartphone abschließen und dann im Tesla benutzen. Ich persönlich habe zum Beispiel auch nur den Standard-Autopilot, denn jeder Tesla, den man kauft, egal wie günstig der ist, egal ob man ein Kreuz setzt oder nicht, der kann den Abstand halten und die Spur halten und mehr geht gerade halt eh nicht. Die Scheibenwischerautomatik ist noch immer Müll. Ja, sie ist besser geworden, aber es bringt mir nichts, wenn sie besser ist, aber eben nicht perfekt. Es gibt immer noch so viele Momente, da regnet es in Strömen und die Scheibenwischerautomatik denkt sich so, nö, ich wische jetzt nicht oder dann hat es aufgehört zu regnen und dann denkt sich die Scheibenwischerautomatik so, ah, es könnte ja gleich wieder anfangen zu regnen, ich wische einfach schon mal vor und wische dann einfach eine trockene Scheibe. Also es ist einfach nicht zuverlässig und ich persönlich nutze halt meistens dann eine der fertig eingestellten Settings, wo der in regelmäßigen Abständen wischt oder drücke immer manuell auf den Scheibenwischer. Aber die Scheibenwischerautomatik, die kann man wirklich einfach vergessen. Und es macht keinen Sinn. Diese Autos können alleine fahren, können jetzt sogar mit dem neuesten Update die Umgebung im Detail erkennen, aber bekommen es nicht hin, die Scheibe vernünftig und zuverlässig zu wischen. Oh, und im Winter auch richtig cool für Tesla Model 3 Fahrer ist nämlich das Heckklappendesign. Das ist ein Designfehler, der lässt sich jetzt auch nicht mit einem Software-Update oder so fixen. Aber jedes Mal, wenn man die Heckklappe aufmacht, rutscht der gesamte Schnee von der Heckklappe einfach in den Kofferraum rein. Und es fällt einem natürlich erst auf, nachdem man die Heckklappe aufgemacht hat oder in dem Moment, wo sie eben hochfährt. Mir ist es übrigens jetzt beim ersten Schnee gleich dreimal an einem Tag passiert. Darauf muss man sich als Model 3 Besitzer halt einstellen. Und mein Tipp an euch ist, wischt einfach die Heckklappe einmal frei, bevor ihr sie aufmacht. Danken könnt ihr mir dafür gerne später. Das Model 3 tendiert auch bei dem typisch deutschen Matschwetter dazu, die Seitenspiegel einzusauen, weil einfach so viel Dreck nach oben geschleudert wird. Mein Tipp dafür ist, einfach jedes Mal am Charger dann mit einem Taschentuch oder so die Seitenspiegel sauber machen, dann geht's wieder, aber man kann halt nicht unendlich weit fahren, ohne dass man mal die Spiegel putzen muss. Zurück zum Positiven, denn dieses Auto ist so vielseitig. Was meine ich damit? Naja, zum einen ist es einfach ein guter Daily, mit dem man total entspannt im Alltag in der Stadt unterwegs sein kann, weil man keine nervigen Schaltvorgänge hat, sondern man gleitet einfach dahin. Und das Gleiche gilt auch für die Langstrecke, wo man ganz unabhängig davon, ob man den Heckantrieb, Allrad oder die Performance-Variante gewählt hat, einfach wirklich eine Menge Spaß hat. Es gibt mittlerweile auch wirklich viele Supercharger-Standorte. Es werden auch immer mehr Standorte, es müssen aber auch mehr Standorte werden, auch wenn ich persönlich mit Ladezeit nie wirklich Probleme hatte. In den ganzen 40.000 Kilometern musste ich ein einziges Mal warten und das war in der Hauptsaison in Schweden in der Nähe von Göteborg, aber auch nicht an einem Tesla Supercharger, weil das Problem sind dann eher Fremdanbieter, wo man dann vielleicht mal 4 oder nur 6 Ladesäulen hat und da kann es dann je nach Region eben mal ein bisschen enger werden. Ein einziges Mal musste ich warten, das hat mich vielleicht 10 Minuten gekostet, ist zwar ärgerlich, aber jetzt wirklich nicht so dramatisch, wie das immer dargestellt wird. Aber mittlerweile gibt es eben so viele Standorte und es kommen auch immer weitere dazu, dass man echt planlos ins Auto einsteigt kann und einfach losfahren kann, ohne dass man sich davor die perfekte Strategie ausgedacht hat. Dann war ich mit dem Model 3 auf der Rennstrecke und habe an einem ganzen Trackday teilgenommen. Das hat ultra viel Spaß gemacht, gerade weil ich hier in dem Model 3 Performance ja den Track-Modus habe, mit dem man alle möglichen Einstellungen hat. Ich habe auch ein ganz eigenes Video zu diesem Trackday gemacht, also schaut euch das super gerne an. Und dann, als der erste Schnee kam, war ich ein bisschen driften, einfach mal auf einer abgesperrten Teststrecke. Das macht auch eine Menge Spaß. Außerdem war ich 2 Wochen in Schweden campen und 1 Woche in Österreich. Das Ganze hat auch super unkompliziert funktioniert. Ich habe einfach eine Matratze hinten im Kofferraum mitgenommen und habe dann einfach abends die Rückbank umgeklappt, die Matratze ausgelegt und konnte dann mit dem Camp-Mode die perfekte Wohlfühltemperatur einstellen und ganz entspannt schlafen. Und natürlich sind das Punkte, die auch andere Autos können. Aber was ich einfach so cool finde, dass das alles mit einem und demselben Auto so gut funktioniert und ich mich persönlich im Alltag
überhaupt nicht einschränken muss. Das einzig Nervige ist die Heckklappe, denn die Öffnung ist ziemlich klein und schränkt dadurch die Größe von Objekten, die man einladen kann, echt massiv ein. Platz hat man zwar ziemlich viel und man bekommt auch viel rein, also man kann auch zu viert in den Urlaub fahren, mit Koffern ist es gar kein Problem, aber man kann halt keine riesengroßen Objekte hier in das Auto reinpacken. Für mich hat es trotzdem immer gereicht, zum Beispiel ein 65 Zoll Fernseher mit Verpackung, den bekommt man hier auch rein und das geht auch nicht bei jedem anderen Auto. Also das ist schon wie so ein kleines Raumwunder. Ich hatte im gesamten Jahr nicht einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, dass das Model 3 bei mir im Alltag nicht das richtige Auto ist. Es war immer zuverlässig, hat keine Probleme gemacht, Laden hat immer funktioniert. Die Elektronik hat auch keine Probleme, bis auf das ein-, zweimal das Infotainment abgestürzt ist, was aber auch bei so gut wie jedem modernen Auto passiert. Dann startet man es halt wieder neu und dann funktioniert auch wieder alles. Es ist das vierte Auto, was ich habe und das zweite Elektroauto. Und ganz ehrlich, es ist das zuverlässigste, was ich bisher hatte. Ein Vorurteil, von dem wahrscheinlich jeder Tesla-Fahrer ein Lied singen kann, ist die Verarbeitungsqualität. Man hört es andauernd und auch wenn ich mit anderen Leuten spreche, ist immer eine der relevantesten Fragen für die Leute so, wie ist die Verarbeitungsqualität? Und gerade im Vergleich zu deutschen Herstellern muss ich ganz ehrlich sagen, also jetzt no hate an die deutschen Hersteller. Ich würde mich auch freuen, wenn hier in Deutschland die besten Autos gebaut werden. Gerade Mercedes zum Beispiel, wenn ich sehe, was für eine Verarbeitungsqualität die beim EQE oder EQS abliefern, da bin ich als Tesla-Fahrer wirklich schockiert. Man muss sagen, vor ein paar Jahren war die Verarbeitung bei Tesla wirklich noch katastrophal. Die meisten Vorurteile stammen eben noch aus dieser Zeit. Aber seitdem die Model 3 und auch Model Y Produktion in China bzw. jetzt sogar hier bei uns in Berlin-Grünheide gestartet wurde, ist Verarbeitung einfach kein Thema mehr. Ich würde sagen, Tesla gehört sogar mittlerweile gerade in der Preisklasse mit zu den besten Herstellern. Man bekommt zwar bei Audi oder Porsche zum Beispiel bei den Premium-Fahrzeugen eine bessere Qualität, aber die kostet eben auch deutlich mehr. Aber schaut man mal vergleichbare Fahrzeuge vom Preis-Leistungs-Verhältnis an, dann findet man da bei anderen Herstellern zum Teil schlimmere Qualität und vor allem viel mehr Plastik an jeder Stelle. Mit dem Model 3 Highland, also dem Facelift, hat Tesla dann nochmal eine Schippe draufgelegt. Ich würde ganz ehrlich sogar sagen, ein Tesla hat jetzt einfach, grob gesagt, eine bessere Verarbeitungsqualität als deutsche Hersteller. Fahrt einfach mal ganz unvoreingenommen zu einem Tesla Center bei euch in der Gegend, schaut euch das neue Model 3 Highland an, setzt euch da rein, fasst einfach mal überall die Materialien an. Das ist Premium, da ist kein Plastik irgendwo, sondern einfach hochwertige Verarbeitung. Kurz bevor ich vor einem Jahr mein Model 3 abgeholt habe, hat sich Tesla dazu entschlossen, die Parksensoren zu streichen. Und für mich hat das bedeutet, dass ich ein Auto, was über 60.000 Euro gekostet hat, ohne jegliche Parkassistenz abgeholt habe. Ich hatte nur die Kameras und das war's. Einige Zeit später kam dann ein Software-Update, mit dem kamerabasiert die Einparkhilfe zurückgebracht wurde. Und das Ganze wurde eben über die Kameras und Software errechnet, war aber einfach nicht zu 100% zuverlässig. Und ich persönlich wollte mich dann auch nicht drauf verlassen, weil ich immer im Hinterkopf hatte, eventuell zeigt der Tesla gerade auch Bullshit an. Vielleicht sind noch 20 cm Platz, vielleicht sind es aber auch nur noch 5 cm. Gerade letzte Woche kam dann das jährliche Holiday-Update und die größte Neuerung und auch wichtigste für mich persönlich ist die neue 360-Grad-Einparkhilfe. Aber das ist nicht einfach eine 360-Grad-Kamera, wie man die von allen anderen Herstellern kennt, weil man muss dazu sagen, andere Hersteller sind bisher mit Einparkhilfe einfach besser als Tesla. Aber zukünftig wird sich das sehr wahrscheinlich ändern, denn das neue Update hat eine Visualisierung, wo über die Kameras die Umgebung erkannt und erfasst wird und dann als 3D-Modell im Infotainment-Display angezeigt wird. Es sieht zwar aus wie eine Alpha-Version von einem Spiel, aber es ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Tesla jetzt Stück für Stück das Ganze immer mehr verfeinert, mehr Details reinbringt, alles noch genauer wird, weil das Ganze eben auch KI-basiert ist und wir dann irgendwann eine Grafik haben, die vergleichbar ist mit modernen Games. Fakt ist aber, dass das Ganze mir mehr Vertrauen gibt als bisher die Einparkhilfe, weil man jetzt eben viel mehr sieht, was genau der Tesla erkennt. Und der erkennt auch Mauern oder Schilder oder irgendwelche Poller oder so. Also Dinge, wo man bisher halt nicht genau wusste, ob er die auch auf dem Schirm hat. Und jetzt wird einem das Ganze eben angezeigt und man sieht ganz genau, was um einen rum passiert. Und dafür, dass ich vor einem Jahr ein Fahrzeug ohne Parkassistenz abgeholt habe und man jetzt die Fortschritte sieht, muss ich sagen, geht es definitiv in die richtige Richtung. Aber Tesla muss weitermachen. Es ist aber nicht zu übersehen, dass an meinem Tesla auch eine ganze Menge Umbauten vorgenommen wurden. Von der Folie über die Felgen, Fahrwerk, Bremse bis hin zum gesamten Innenraum wurde echt viel umgebaut. Trotzdem, ein paar Sachen sind mir noch
noch eingefallen und ein paar Sachen sind auch noch geplant. Ich will in diesem Video aber gar nicht zu sehr auf die ganzen älteren Umbauten eingehen. Dazu habe ich nämlich schon einzelne Videos gemacht, die habe ich euch auch mal in der Beschreibung verlinkt. Aber es gibt einen neuen Umbau, von dem ich euch noch gar nicht erzählt habe, nämlich die Vorderachse wurde ausgetauscht. Ich habe komplett neue Querlenker mit einer Sturzverstellung. Das heißt, ich kann jetzt die Räder an der Vorderachse noch besser einstellen, dass sie meinem Fahrverhalten passen. Und ich habe an der Vorderachse jetzt keine Gummilager mehr, sondern PU-Buchsen und Uniball-Lager, was die gesamte Vorderachse steifer und härter macht, sodass das Fahrwerk jetzt besser arbeiten kann. Weil ich gerne sportlich fahre und auch in Zukunft mehr auf der Rennstrecke fahren möchte, dachte ich mir, will ich einfach mal gucken, was so Querlenker drauf haben und wie die sich so verhalten. Ich habe die vor kurzem erst mit Christian von Silent Drive gemeinsam eingebaut. Also ich habe selber unterm Auto gelegen und die umgeschraubt. Das hat super viel Spaß gemacht. Christian hat mir da natürlich geholfen, dass ich da kein Bullshit baue und das Auto jetzt wieder ordentlich mit allen Schrauben und Teilen zusammengebaut wurde. Bisher bin ich ziemlich zufrieden und wenn ihr Bock habt, dann mache ich dazu auch gerne nochmal ein extra Video. Damit aber noch nicht genug, denn es gibt noch mehr Umbauten, die anstehen. Mein Beifahrersitz ist wieder da. Im letzten Tesla-Video hat er noch gefehlt, weil der beim Sattler war. Der hat den nämlich einmal auseinandergenommen, um den komplett einzuscannen, weil demnächst neue Polster dafür gemacht werden, dass ich mehr Seitenhalt habe. Dann wird er noch neu bezogen mit einem neuen Design. Das wird auch noch ein ziemlich großer Umbau. Und dann gibt es auch noch Carbon-Teile. Der Diffusor liegt schon im Studio und wartet nur auf die restlichen Bauteile, dass die drankommen. Ich hatte eigentlich auch schon eine Frontlippe von Daytona Tuning. Leider hat die aber nicht gepasst. Wir haben auch mehrere Lippen probiert, aber die haben es irgendwie nicht hinbekommen, eine passende Lippe für mein Auto zu bauen. Deswegen musste ich jetzt eine andere bestellen und die ist noch auf dem Weg. Und dann kommt demnächst noch von Speed Engineering ein hängender Flügel drauf mit 1,20 Meter Breite, der aussieht wie beim Porsche GT3 und ich freue mich darauf extrem. Das werden crazy Umbauten. Ich habe das Gefühl, dieses Auto wird immer mehr zum Rennauto, aber mir macht es einfach Bock. Ein Jahr habe ich den Tesla. Heute, wo ich diesen Part hier aufnehme, exakt ein Jahr lang. Und ich glaube, es ist nicht zu übersehen, dass ich insgesamt ziemlich happy bin. Auch wenn es Punkte gibt an dem Fahrzeug, die nerven oder die nicht so cool sind. Insgesamt, das Gesamtpaket passt für mich und ich bin mit der Entscheidung, zum Tesla Model 3 gewechselt zu haben, wirklich happy. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr keine weiteren spannenden Videos mehr von mir zum Tesla und auch zu vielen anderen Dingen sehen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.